Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Risen 3 Titan Lords. Habe ich das gerade von dem Hund das war ein Dämonenjäger. Beim letzten Mal haben wir uns hier auf in diese Festung gemacht, wo schon so einige Dämonenjäger gestorben sind und haben den Schattenlord der Feigheit besiegt, der doch einiges drauf hatte, wie ich sagen muss. Aber ja, jetzt ist er tot und wir haben einen weiteren Dämonenjäger in die Zitadelle zu Eldric zurückgeschickt. Und jetzt müssen wir ja eigentlich schon bald alle haben. Wow, ganz ruhig. Ist hier irgendwas? Nö. Komme ich da hoch? Jo. Bringt mir so irgendwas? Nicht so wirklich, ne? Oh, ich komme da ans alte Wissen. Oder auch nicht. Weil ich gleich tot bin. Schön. Schöner Start. Schöner Start. So muss das immer laufen. Denke ich. Hier waren wir. Ja, probieren wir es doch einfach normal. Wäre doch gelacht, wenn ich das nicht kriege. Es sei denn, er geht nicht hoch. Okay. Hihi. Ich bin so gut. Kletterpro. Frage ist nur, ob ich wieder zurückkomme. Ich glaube, ich nehme lieber sowas hier. Piu. Einmal nach unten. Wir müssen uns trennen, wenn du weitergehen willst. Ja, ja, du komm einfach mal nach unten. Ich vertraue dir mal, dass du das zu klettern schaffst. Und ich segel hier in der Zeit runter. Und brauche eine neue Fackel. Komm mit, Edward, komm mit. Bei Fuß. Da liegt noch ein Tor. Da kommt doch gleich wieder ein Ghoul raus, oder? Ich wusste es. Die haben mich auch noch erwischt, der blöde Mistkerl. Edward, kommst du mal nach? Ring des Jägers, cool. Könnte man auch gebrauchen, eventuell. Dass man nur einen Ring anlegen kann. Achso, das Wilsons Verlobungsring. Armbrüster Astralsicht, naja. Für einen Jäger jetzt... Ich folge dir. Ah, okay, er ist wieder da. Er ist zurück. So. Ach, guckt mal, da steht jetzt auch der Magier. Gut, dem geht's scheinbar wieder gut. Waren wir hier oben schon? Ich bin gerade vollkommen verwirrt, wo wir eigentlich waren und wo noch nicht. Ja, doch hier, also hier kommen wir jetzt wieder dahin, wo wir gerade waren. Hier ist nichts weiter Interessantes. So, dann können wir uns jetzt auch noch dem Magier widmen. Und mal gucken, was der hier mitten in so einer von Schatten besetzten Festung macht. Ein Mensch? Hier? Interessant. Ja. Was ist interessant? Einen Menschen hier zu treffen, natürlich. Du bist doch auch mit hier. Mit Menschen in diesem schattenverseuchten Gebiet hätte ich am wenigsten gerechnet. Warum bist an du hier? An deiner Stelle wäre ich hier sehr vorsichtig. Aber du wirst schon wissen, was du machst. Ja, ich habe schon alles getötet. Was machst du hier? Ich habe einen Ort gesucht, der stark mit der Macht der Schatten verbunden ist. Dieser Ort sieht vielleicht nicht nach etwas Besonderem aus, aber hier ist der Schleier zwischen unseren Welten sehr dünn. Genau richtig für mein Experiment. Okay, und dieses Experiment ist genau was? Was für ein Experiment? Wir Magier machen uns schon seit längerem Gedanken über die Schatten. Ihre Angriffe wirken zu strukturiert, zu geplant, um von einer niederen Intelligenz geführt zu werden, wie die meisten Schatten es sind. Es ist klar, dass sie eine Hierarchie besitzen. Ich arbeite an einer Beschwörung, die zu den Anführern durchdringen soll. Wie meinst du das? Es ist möglich, Schatten aus dem Schattenreich in unsere Welt hineinzuzwingen. Nur hier können wir sie besiegen. Aber wir kommen nicht an ihre Anführer heran. Mit meiner Beschwörung könnte es klappen, sogar an sie heranzukommen. Klingt total dumm, wenn ich ganz ehrlich sein muss. Wie funktioniert so eine Beschwörung? Zuerst beschwört man die niedersten Diener eines Schattenanführers. Die Kraft, die diese Beschwörung freisetzt, ermöglicht es einem, ihre Anführer zu beschwören. So kann man sich hocharbeiten, bis zu ihrem eigentlichen Anführer. Das könnte ein großer Sprung in der Erforschung der Schatten und ihrer Hierarchie darstellen. Ja, sag ich doch, eine ziemlich dumme Idee, oder? Ich meine, du beschwörst die Anführer der Schatten. Was glaubst du denn, was passiert? Lass uns mit der Beschwörung beginnen. Du willst mir helfen? Das ist sehr gut. Ich habe leider keine Ahnung, wie viele Diener ein Anführer der Schatten unter sich hat. Wenn ich die Beschwörung einmal gestartet habe, gibt es kein Zurück.
Der Zauber wird so lange wirken, bis die gesamte hierarchische Linie ausgerottet wurde. Hab ich schon verstanden. Bist du sicher, dass wir jetzt starten sollen? Mach los. Lass uns beginnen. Alles klar. Mach dich bereit. Rasla Vertigo, Hierarcha Varlava Grafra. Hier muss irgendwo ein Nest sein. Du hast das verdammte Nest gerade ausgehoben, Junge. Oh, Mann. Das ist aber echt geil, dass du die direkt alle neben uns spawnst. Das war die schlauste Idee, die du jemals hattest, glaube ich. Und da kommen gleich die Nächsten. Au, ich komme nicht weg hier. Hier ist viel zu... Warum hast du denn so einen dummen Ort ausgesucht für diese Beschwörung? Hättest du nicht irgendwie so ein Plateau nehmen können? So, jetzt aber. Schaffst du auch was, Junge? Der steht nur rum. Ich glaube, es geht los. Ah, endlich mal. Leg da mal ein bisschen los, der gute Mann. Ja, dafür haben wir jetzt keine Zeit für große. Wow. Da kommt der Feuerball geflogen. Du lässt meinen Kumpel in Ruhe. So, jetzt kommen gleich die Nächsten. Ich glaube... Das ist böse. So, was haben wir schon mal bekämpft? Das ist nicht gerade nett. Ah, zusammen sollten wir den ja wohl hinkriegen. Das ist also der große Anführer. Na, von mir aus. Wow, der haut aber rein mit seinen... Feuerbällen. Nicht schlecht. Haben wir es überstanden? Sieht wohl so aus. Das war äußerst aufschlussreich. Und ich denke immer noch... Das scheint die normale Größe einer hierarchischen Linie der Schatten zu sein, die wir hier gerade bekämpft haben. Aber fürs Erste sollten die Erkenntnisse reichen. Vielen Dank für deine Hilfe. Hier hast du etwas als Dank. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen darüber nachdenken. Vielleicht kann ich den Zauber verbessern, um die niederen Diener zu überspringen. Aber ich werde so etwas wohl nie wieder versuchen. Ich hoffe doch. Höchstens im Magierlager, unter geschützten Bedingungen. So, würde schon sagen, wenn dann alle Magier was abkriegen. Ja, das ist natürlich eine gute Idee. So, jetzt wird es auch langsam hell hier. Das finde ich sehr gut. Das heißt, ich brauche nicht mehr zwingend immer eine Fackel hier mitnehmen. Gut, so, dann gucken wir mal weiter. So, da haben wir alles erforscht. Aber hier rechts waren wir noch nicht. Gucken wir mal weiter, was wir hier so finden. Altes Wissen. Na, immerhin. Nichts besonders mega geiles, aber immerhin. So, ich speichere mal ganz kurz, weil... Ich muss doch sagen... Diese Schatten... Also die ganzen normalen Gegner sind auch auf diesem Schwierigkeitsgrad... Unglaublich einfach, aber diese Schatten haben doch wenigstens ein bisschen was drauf. Muss ich ja mal ganz klar sagen. Also, das ist schon ein Unterschied. Schatten sind doch deutlich stärker, auch wenn die gar nicht so viel mehr Erfahrung bringen. Die bringen gar keine Erfahrung mehr, oder? So, hier geht's, glaube ich, wieder raus, aber ich will noch nach oben. Und gucken. Hier gibt's ja nichts. Ist ja echt nichts. Ich höre Spinnen schon wieder. Ah ne, Termiten. Natürlich sind die auch noch. Warum auch nicht? Hier leben ja nur die Schatten. Hauptsache, hier sind noch ein paar Termiten. Ernsthaft? Haben die sich gerade gegenseitig getroffen? Meine Fresse. Da ist eine Truhe. Ja, genau so ist das. Aber ich dachte eigentlich, hier würden wir noch was finden, aber okay. Kompliziertes Schloss. Jetzt immer auch noch zu schlecht im Schlösser knacken, das ärgert mich jetzt natürlich schon etwas. Mich wundert eine Sache. Obwohl, nee, das kann auch sein. Wartet kurz, lasst mich mal kurz gucken. Nee, das kann auch woanders gewesen sein, was ich gerade im Kopf hatte. Dann fehlt jetzt eigentlich aber nur noch, wenn ich richtig gucke... Dieser Teil hier vom Strand, ne? Dann erkunden wir den mal noch, wenn wir hier wieder irgendwo runterkommen. Schauen wir mal. Hier kommen wir runter. Aber ich glaube, zum Strand kommen wir nicht so einfach, ne? Da müssen wir dem Fluss folgen wahrscheinlich. Na, mal schauen. Irgendwie werden wir schon zum Strand kommen. Wäre doch gelacht, wenn wir das nicht schaffen würden. Also ich glaube, springen ist eine dumme Idee. Jetzt sehen wir das Ganze auch mal bei Tag. Und dann müssen wir uns ja noch um Edwards Kumpel kümmern. Aber wobei, soll man extra noch am Strand... Warum sollte jemand am Strand sitzen? Ich glaube, am Strand... Hier könnten wir noch mal rein in den Strand und dann... Beziehungsweise rechts sollte auch irgendwo ein Weg sein. Glaube ich jetzt richtig? Ja.
Ja gut, komm, dann gehen wir mal schnell noch zum Strand. Haken wir das auch ab. Dann gehen wir in die Zitadelle, fragen wegen Edward rum. Beziehungsweise wegen Edwards Großonkel. Ist das da noch ein lebender Rama? Ja, ne? Ne, ist ein Stein. Gut. Hier soll es irgendwo zum Strand gehen. Ach, hier. Okay, dann auf zum Strand. Und mal gucken, was wir da noch finden. Ob wir da noch einen Dämonenjäger finden. Nicht, dass wir am Ende einen verpassen. Das wäre natürlich sehr dumm. Auch wenn wir inzwischen ja die Teleporter zu den meisten Orten hergestellt haben. Das heißt, das wäre auch nicht ganz so schlimm. Aber es wäre sinnlose Latscherei, die wir nicht haben müssen. Gut, da läuft wieder bloß ein Golem rum. Warum hier so viele Golems rumlaufen, raff ich auch nicht so ganz. Ich meine, Golems müssen in der Regel ja auch beschworen werden. Wo Edward abgeblieben ist, weiß ich auch nicht. Und da ist schon wieder ein Schatten. So ein Schattenwächter. Ich ziehe mich mal ein bisschen zurück, weil ich habe keinen Bock, gegen beide gleichzeitig zu kämpfen. Ohne Edward. Weil die hauen ja doch ein bisschen rein. Der hat einfach null Chance, der Typ. Oh, oh, genau das wollte ich eigentlich verhindern. Erstmal... Ach, Mann! Ich will eine Dark Souls-Anvisierung. Au. Der haut rein. Hello. Wow, danke. So, jetzt habe ich dich. Jetzt bist du fertig. Wo ist denn Edward abgeblieben? Mal ganz ehrlich. Verpisst er sich einfach im wichtigsten Moment. Jetzt geht mir der Grog aber auch schon langsam wieder aus. Ja, ich muss ein bisschen mehr aufpassen jetzt, weil die hauen jetzt so rein, dass mir der Grog dann irgendwann ausgeht. Aber gut, ich denke, das dauert auch nicht mehr so lange, bis wir einen ordentlichen Heilzauber haben. Hey, Sandteufelchen. Mensch, euch habe ich ja schon vermisst. Ihr kleinen Racker. Solche süßen kleinen Viecher, ne? Die können einem gar nichts einfach. Ein bisschen mehr Schaden könnte ich noch machen. Ich brauche immerhin noch 4 Schläge für so einen verdammten Sandteufel. 5 Schläge. Das ist doch ein bisschen viel, finde ich. Muss nicht zwingend sein, aber okay. Da ist ein, ich glaube, da kommen wir schon wieder zu dem Lager, wo wir schon waren. Das heißt, wir sind gleich fertig. Okay, ich wollte schon sagen, nimmst du deine Verteidigung auch noch wieder weg? Man erkennt teilweise nicht, ob sie im Angriffsmodus sind oder im Verteidigungsmodus, wenn sie so diesen Arm vor sich nehmen. Aber wo Edward jetzt geblieben ist, ist eine gute Frage. Ich glaube, der kommt dann, wenn wir uns teleportieren, sowieso wieder. Vielleicht ist er irgendwo hängen geblieben. Kann man ja nicht wissen. So, hier ist das Lager, wo wir die eine Frau befreit haben. Na ja, da müssten wir ja... Okay. Dann Teleport, Teleport, Teleport zum... Dahin. Zur Zitadelle und mal rumfragen, wer vielleicht was über Edward bzw. seinen Großonkel weiß. Erstmal gucken, kann ich hier irgendwas Interessantes lernen. Was kannst du verkaufen? Genau, das wollte ich nicht. Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Gegenangriff, Stichwaffen, Schwerter wäre gut. Ah ne, benutze ich gerade Schwerter oder Hiebwaffen? Ich glaube, ich benutze gerade ein Schwert, ne? Im Moment. Ich glaube, das ist eine Stichwaffe. Ich benutze gerade eine Stichwaffe. Okay, die habe ich noch gar nicht erhöht. Warum nehme ich das Ding? Ich könnte auch eine Hiebwaffe nehmen und so einen Plankenbrecher verwenden. Ich glaube, da mache ich mal Hiebwaffen. Da brauchte ich einmal Nahkampf noch und ich glaube, das war's schon, ne? Ich will etwas lernen. Was willst du wissen? Warum habe ich Stichwaffen genommen? Ich glaube, ich hatte alles erhöht. Dadurch war das egal, ne? Ich will ein starker Hiebwaffenkämpfer werden. Versuche immer, die Gelenke deines Feindes zu treffen. Mit einer Hiebwaffe am Bauch getroffen zu werden, tut weh. Mehr aber auch nicht. Wenn du deinem Gegner allerdings das Knie zertrümmerst, dann hast du einen echten Vorteil. Nett. Mehr kann ich dir darüber nicht beibringen. Vielleicht Nett. Findest du woanders einen besseren Hiebwaffenlehrer als mich. Alles klar, okay, der kann mir gar nicht mehr beibringen. So... Mason, Hallöchen, du bist auch wieder da. Porter. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Messerarbeit wartet. Alles klar. Was mit dem Typen da? Ach, übrigens. Ich habe Fische für dich. Dann zeig mal, was du hast. Ja, hier. Danke. Danke. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Panzerknacker, Fingerfertigkeit 60. Ach komm.
Es müsste doch machbar sein. Ich immer die falsche. Zack, zack. So viel hatten wir eh nicht. Kannst du mir etwas beibringen? Mal sehen. Bring mir bei, wie ich besser Schlösser knacken kann. Gut. Gut. So einfach. Gut. Okay. Gut, sonst noch jemand? Da, jetzt sitzen die alle hier. Drake, ach übrigens. Erstmal. Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Armbrot, ach beides uninteressant. Hast du je von einem von Drehl gehört? Natürlich. Er war ein berühmter dunkler Krieger hier in Kalador. Siehst du, was habe ich dir gesagt? Viele Heldengeschichten erzählt man sich über ihn. Er soll mit seinem Schiff viele Schlachten für die Eisenbucht geschlagen haben. Schiff? Schlachten? Unsinn! Randolf ist nie zur See gefahren. Das wüsste ich. Vielleicht sind es auch nur Gerüchte. Wer weiß das heute noch? Gibt es irgendwelche Aufzeichnungen über ihn? Das könnte gut sein. Ich müsste in unseren Büchern nachsehen. Ja, dann mach das doch mal bitte. Würdest du das für mich tun? Ich brauche nur einen Moment. Warte hier. Na, da bin ich ja jetzt gespannt. So, alles, was ich finden konnte, ist dieses sehr alte, wertlose Dokument. Der Name von Drehl steht groß drauf. Es befand sich zwischen den alten Geschichten aus den alten Tagen, als Kalador noch blühte. Sieht aus wie eine Schatzkarte. Was? Ehrlich? Naja, dann viel Spaß damit. Wir sollten darüber nochmal reden, wenn wir alleine sind. Okay, dann reden wir darüber. Ich guck mal ganz kurz, wir haben echt eine Schatzkarte bekommen. Das ist doch dann wahrscheinlich unter Crew, ne? Da, Kreuz auf der Karte. Tatsache. Wo ist das denn? Ach, da oben. Ach, da. Toll. Der dunkle Krieger Drake gab mir eine Schatzkarte von deinem Großonkel. Das ist alles? Das kann doch gar nicht sein. Was hat der große Randolph von Drehl mit stinkenden Schatzkarten zu schaffen? Tja, vielleicht hat er seinen Leuten nicht vertraut und seine Habe irgendwo vergraben. Das passt doch gar nicht zu ihm. Das ist doch eher was für... Das sehen wir, sobald wir den Schatz gehoben haben. Oder hast du eine bessere Idee? Wir haben ja nichts anderes. Dann lass uns danach suchen. Oho, war der gute Mann wohl ein Pirat? Der Säbel hat aber schon eine ordentliche Größe, muss ich mal gerade sagen, ne? So, dann teleportieren wir uns mal zu den Jägern. Dann müssen wir ganz kurz gucken. Wir müssen kurz nach Norden. Achso, ist ja auch auf meiner Minimap. Stimmt ja, ich erinnere mich. Alter, der Säbel, das ist ein Riesending, dass der den so einfach einhändig trägt. Aber ich meine, manche Typen tragen hier so eine fetten Äxte einhändig, ne? Hier lang? Ja, hier lang können wir auch. Von daher, ne, ist das auch nicht so wild. Wir müssen irgendwie zu diesem Wasserfall kommen, zu diesem Türmchen da oben, zu diesem Turm. Da müssen wir doch wieder über den Baumstamm balancieren. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das genau war. Es war, glaube ich, als wir aus dem Schattenreich raus... Also nicht aus dem Schattenreich, aus diesem Schattengebiet rauskamen. Gehen einfach mal durch den Fluss hier. Ich glaube, das war's. Ja, ich glaube, hier war das. Genau, hier hatte ich doch dann auch auf Ultra umgestellt, oder? Hier, genau an dieser Stelle. Ach. Das waren noch Zeiten, ne? Und ich habe ja Haufen Bären einfach stehen lassen. Warum? Weil ich wahrscheinlich dachte, brauchst kein Proviant mehr. Läuft ja alles. Aber inzwischen habe ich doch ein bisschen was verbraucht. So, da drüben war der gute Spaß. Über den Baum. Und dann schauen wir mal, soll hier irgendwo das Kreuz sein? Ja, da ist es doch schon. Ging ja flott. Und hepp. Und eins. Und zwei. Und drei. Und fertig. So, gucken wir da mal rein. Eine Besitzurkunde und 805 Gold. Schauen wir mal ganz kurz, was in der Urkunde steht. Edward scheint gerade wieder weg zu sein, was mich ein bisschen stört. Aber gut, da muss ich mich einfach nur teleportieren. Und dann haben wir den ganzen Spaß wieder. Da, die Besitzurkunde. Da.
Dieses Dokument bescheinigt der Familie von Drehl den Besitz der Südwestlandzunge der Eisenbucht. Schatzamt Kalador, hier gab's mal ein Schatzamt. Okay. Interessant, okay. Also hat wirklich sein Ururgroßonkel das Ding verbuddelt. Also war der wohl doch ein Pirat. Ach, wisst ihr was, bevor ich jetzt auf der Suche nach Edward bin, der da unten irgendwo rumhampelt, wie ich gerade sehe. Helfen wir dem guten Mann mal. Wir wollen ja eh nachher wieder zurück hierhin. Das heißt, wir teleportieren uns mal gleich dahin. Dann ist er nämlich auch da. So. Der Schatz deines Großonkels ist gehoben. Ich fand eine Besitzurkunde über die Ländereien im Südwesten der Eisenbucht darin. Was? Zeig sie mir. Das ist doch unmöglich. Was macht so ein wichtiges Dokument in einer vermoderten Kiste im Boden? Ich habe da so eine Vermutung. Nein, ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ja, aber ich glaube, deine edle Herkunft ist ein Haufen Dreck. Tut mir sehr leid für dich, aber ich denke, dein Großonkel war ein Pirat. Aber mein Vater, meine Familie. Und das Land an der Küste, die Gerüchte, der vergrabene Schatz? Der erste dunkle Krieger eurer Familie war ein Pirat. Er hat es durch seine Heldentaten zu Ruhm und Ehre in Kalador gebracht. Das heißt trotzdem, dass ich ein Nachkomme von Gaunern und Halsabschneidern bin. Oh Gott, mein Gott. Der ist aber auch ein bisschen übertrieben jetzt, oder? Sei doch froh, dass du dein Erbe überhaupt gefunden hast. Am Ende ist es nicht mehr als Staub und Stein. Aber das spielt keine Rolle mehr. Ich habe mein Volk und meine Aufgabe gefunden. Das ist alles, was jetzt noch zählt. Danke für deine Hilfe, Freund. Das werde ich dir nie vergessen. So, und nun lass uns diese elenden Schatten zurück ins Dunkel treiben. Darum sind wir schließlich hier. Ins Dunkel zu treiben und ewig zu binden? So, jetzt, was mich nur mal kurz interessieren würde, Charakter. Oh, wir sind schon gütig. So, und dann können wir jetzt nämlich noch ganz flott mit dem guten Eldorik reden. Jetzt ist hier ja noch einer, Cyril. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war. Können wir mal mit Eldorik reden, dass wir alle Typen hier zurückgebracht haben. Vielleicht gibt das auch ein bisschen Goldbelohnung. Ich will bloß mal ganz kurz gucken. Was haben wir denn jetzt eigentlich noch an Quests? So, Crew. Es dauert noch ein bisschen, bis wir noch richtige Crew haben. So, Kalador, Ruhe und Frieden. Ach, da müssen wir auch mal gucken, was mit Kisco ist. Brief für Harry und der Verlobungsring. Ist eigentlich gar nicht so großartig. Wo der rumhängt, ja, vielleicht finden wir den nochmal. Ansonsten müssen wir mal gucken. Erstmal Eldorik. Und zwar, erstmal... Ich habe das Grimoire gefunden. Dann zeige es mir. Hier. Sehr gut. War es denn wirklich noch in der alten Burgruine im Westen? Ja, in den Fängen eines ziemlich übel gelaunten Schattenlords. Ja, ich wusste, er hat sich im Westen versteckt. Gut, dass du das Grimoire retten konntest. Was ist mit dem Schattenlord geschehen? Ah, der ist tot. Der Schattenlord im Westen ist erledigt. War ein ziemliches Mistvieh. Das wird die Gemüter wieder etwas heben. Gut gemacht. Ja, das war ein richtiges Mistvieh, ganz ehrlich. Was wird nun mit dem Grimoire geschehen? Ich muss es studieren. Ich muss herausfinden, wie wir deinen Geist wiederfinden und zurück in deinen Körper locken. Du solltest in der Zwischenzeit an deinen Fähigkeiten arbeiten. Das mache ich immer. Schließe dich einer starken Gemeinschaft an und lerne ihre Kampfesfertigkeiten. Die Schatten sind auf dem Vormarsch und ich brauche deine ganze Kraft, wenn wir bestehen wollen. Oh, und da sind wir ja nicht gerade dabei, denn... Wegen deiner Krieger. Ach Gott, müssen wir jetzt jeden Einzelnen von mir aus? Cyril hat die Toten im Norden bestattet. Gut, ich bin froh, dass wenigstens er zurückgekommen ist. Ja, weiterhin. Fenn konnte einen der Bauernhöfe nicht mehr retten. Schlimme Zeiten sind das, wenn wehrlose Bauern den Preis für unseren Krieg bezahlen müssen. Ja, weiterhin haben wir noch ein paar andere Leute getroffen. Mason hat seine Wache im Norden beendet. Das ist gut. Mason ist einer unserer besten Männer. Ja, das stimmt. Porter und die Geister sind auch Geschichte. Also nicht Porter ist Geschichte, aber die Geister. Porter hatte ein paar Probleme mit Geistern auf einem Friedhof. Die Probleme haben wir im Moment alle. Hauptsache, er ist unbeschadet wieder bei uns. Winter hat seine Feigheit überwunden und ist wieder der Alte. Das ist sehr gut. Ich dachte schon, wir hätten ihn verloren. Ja, das müssten doch alle gewesen sein, oder? Waren das noch nicht alle? Oh, habe ich echt irgendwo einen übersehen? Moment. Wo habe ich denn einen übersehen? Muss ja dann bei der alte Bund. Ach so, klar. Hier, den habe ich vergessen.
General Vito ist tot. Du wirst dir wohl einen neuen Lehrling suchen müssen. Was? Das darf doch nicht wahr sein! Dieser verdammte Mistkerl! Jetzt kann ich hier Überstunden schieben. Ich hoffe, Eldrick stellt mir das nächste Mal nicht wieder so einen grünen Jungen zur Seite. Ja, Trauer kennst du wohl nicht, hä? Hör mal, Junge, wir befinden uns im Krieg. Da bleibt nur wenig Zeit für andere Dinge. Ach ja. Hier hast du eine Handvoll Gold für die Nachricht. Ich komme jetzt eh nicht mehr dazu, es auszugeben. Danke. Ach ja, ohne Alvito fehlt mir ein Eisenlieferant. Solltest du auf Eisen stoßen, bring es mir. Oh, das habe ich werde zufällig. Werde dich auch anständig bezahlen. Ich habe ein bisschen Eisen gefunden. Ich habe hier etwas Eisen für dich. Immer her damit. Oh, ach komm. Danke. Hier hast du das Gold. Wie viel willst du denn haben? Danke. Hier hast du das Gold. Danke. Ich glaube, ich kann das unendlich verkaufen, oder? Ja gut, aber wir behalten mal erstmal noch ein bisschen was. Was kann ich von dir lernen? Von der Klinge bis zur Muskete, alles, wenn du das nötige Kleingeld hast. Ja, das nötige Kleingeld. Muskete, Schrotflinte, Pistole, kritische Treffer. Achso, das war nur der Spaß. Ich will mal ganz kurz gucken. Lass mich mal an die Schmiede. Ob ich irgendwelche interessanten Sachen habe. Ich kann eine Stoßklinge zu einem Scheibendegen machen mit 25 bis 30. Ist jetzt nicht so geil. Ich kann das Magierflorett umwandeln zu einer Azurklinge. Da fehlt mir ein Smaragd. Wäre natürlich geil. So, da habe ich nur die beiden Sachen. Das wäre natürlich geil, so eine Azurklinge. Aber da fehlt mir leider noch ein Smaragd. Könnte man dann mal benutzen, ne? Naja, gut. Wahrscheinlich kann ich aber auch erst jetzt Eldrick Bescheid sagen, dass Alvito tot ist, oder? Ja. Wegen deiner Krieger. Wollte schon sagen. Der Schmied Wilson hat seinen Schmiedelehrling Alvito verloren. Ja, ich hörte davon. Bedauerlich ist es in der Tat. Aber wir müssen nach vorn schauen. Der Feind teilt unsere Trauer leider nicht. Ja, damit würde ich sagen... Deine verbliebenen Krieger sind zurückgekehrt. Es sind viel zu wenige. Jedoch müssen wir uns trotzdem unserer nächsten Aufgabe stellen. Du hast uns sehr geholfen. Danke. Ohne dich wäre unsere Lage noch aussichtsloser. Ja, das stimmt. So, und jetzt können wir uns eben auch entscheiden, ein Dämonenjäger zu werden. Ich will Dämonenjäger werden. Die Zeremonie des Alten Bundes soll beginnen. Bedenke, du musst dir ganz sicher sein. Es gibt keinen Weg zurück. Wenn du einmal ein Dämonenjäger bist, kannst du keiner anderen Gemeinschaft mehr beitreten. Warum eigentlich? Also gehe noch einmal in dich und fälle dann erst deine Entscheidung. Naja gut, wir denken nochmal drüber nach, ich denn... Ich denke noch einmal darüber nach. Tu das und entscheide dich weise, mein Junge. Denn das ist jetzt natürlich die Stelle, an der ihr entscheiden dürft, welcher Gemeinschaft wir uns anschließen. Wir haben alle drei Gemeinschaften gesehen, haben bei allen drei Gemeinschaften Quests erledigt, haben alle drei Zauber der drei verschiedenen Gemeinschaften gesehen. Und ihr könnt jetzt entscheiden, je nachdem, welche Zauber euch am besten gefallen haben oder welche Gemeinschaft euch generell am besten gefallen haben, welche am besten ausgesehen haben, könnt ihr euch entscheiden, wen wir uns anschließen sollen. Und ja, das schreibt er am besten einfach in die Kommentare. Also sollen wir uns den Wächtern der Magier anschließen und die Kampfkunst mit dem Kristallhandschuh lernen? Oder sollen wir vielleicht ein Pirat werden, der das Voodoo der Eingeborenen von Kila beherrscht? Oder sollen wir schlussendlich ein Dämonenjäger, ein alter schwarzer Ritter werden, der ja die Schatten vertreiben und kontrollieren kann? Das dürft, wie gesagt, ihr entscheiden. Und ja, wie ihr euch entschieden habt, das seht ihr in der nächsten Folge von Let's Play Risen 3 Titan Lords. Bis dahin, ciao.